So Leute, heute erkläre ich euch mal, wie man Booster gewinnen kann. Der ein oder andere kennt vielleicht mein Streaming-Format Beat the Meta. Ich habe es schon sehr lange nicht mehr gemacht, beziehungsweise in den Jahren habe ich es immer weniger gemacht. Vielleicht, weil ich keine Booster verlieren wollte. Aber jetzt werde ich wieder aktiv Beat the Meta in den Stream spielen. Falls ihr jetzt fragt, was ist das eigentlich, beziehungsweise wie funktioniert das Ganze, habe ich für euch einfach mal einen Trailer vorbereitet. Beat the Meta. Ihr müsst mich in einem Duell besiegen. Das Besondere dabei ist, dass ich ein Meta-Deck spielen werde und ihr nur ein Fun-Deck benutzen dürft. Gewinnt ein Zuschauer gegen mich, gewinnt er einen Booster. Verliert er, kommt das Booster in den Jackpot. So sammeln sich immer und immer mehr Booster an, bis es am Ende einen Gewinner gibt. Welche Decks und Karten verboten sind, steht in der Videobeschreibung. Außerdem ist es verboten, im ersten Zug zu gewinnen. Dabei spielt es keine Rolle, ob du First oder Second gehst. Des Weiteren sind Stun- und Anti-Decks ebenfalls verboten. Also, wähle dein Deck weise und möge der Bessere gewinnen. Ja, da wollte ich wohl ein bisschen dramatisch sein. Naja, falls der ein oder andere es immer noch nicht verstanden hat, habe ich einfach sicherheitshalber nochmal eine andere Version gemacht von dem Trailer und den zeige ich euch jetzt. Hey du! Ja, du! Du wolltest schon immer mal Booster gewinnen? Dann habe ich das Richtige für dich. Beat the Meta. Du fragst dich sicherlich, was ist das? Du spielst mit einem Fun-Deck gegen mich und wenn du gewinnst, bekommst du einen Booster. Doch solltest du verlieren, kommt es in den Jackpot. Und so wird der Jackpot immer größer und größer, bis es einen Gewinner gibt und der dann am Ende alle Booster gewinnt. Doch bevor es losgeht, noch ein paar Regeln. Du darfst nicht im ersten Zug gewinnen. Dabei ist es egal, ob du First oder Second gehst. Außerdem sind Stun-Karten und Anti-Decks verboten. Du fragst dich sicherlich noch, wo man sehen kann, was alles verboten ist. Ganz einfach, schau einfach in die Infobox. Also, baue ein Deck und gewinne auch du heute noch ein Booster. Und das alles bei Beat the Meta. Ich glaube, jetzt sind alle Fragen geklärt, oder? Welchen Trailer fandet ihr besser? Den ersten oder eher den zweiten? Und falls du dieses Video gerade am Erscheinungstag guckst, heute um 21 Uhr werde ich auch Beat the Meta spielen. Also kommt einfach vorbei, ich werde hier auf YouTube streamen und dann spielen wir eben Beat the Meta. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann im Stream.